schlafen nichts. Bitte nicht mit den Kleinen bei mir laufen. Du mach mal vorwärts, ja? Dein Bus wartet nicht. In der ersten Stunde haben wir Mathehausaufgabe. Da bin ich mit Verspätung genau früh genug. Lilian, schau mal, die Waage, die ist nicht in Ordnung. Du zeigst immer ein Kilo mehr. So, siehst du? Die muss repariert werden. Die ist kaputt. Kauf mir eine neue. Digital 1000 Gramm Anzeige. Mach nur deine blöden Witze. Wenn ich ein so guter Futterverwerter wäre wie du, dann würde ich mir auch keine Sorgen machen. Geht das schon wieder los? Nein, erst ab Mittag. Wir setzen Mami auf Wasser und Brot. Ist sowieso billiger als eine neue Waage. Ja? Mach nur deine blöden Witze, ja? Da musst du nicht mehr die Reste aufessen für die ganze Familie. Zum Dank dann eure blöden Sprüche. Was ist denn eigentlich los? Habe ich mich jemals beschwert, dass du zu dick bist? Von dir kann es gar nicht genug geben. Du kochst immer so gut, mit Sahne und mit Butter. Das schmeckt dir doch. Und ich muss dann das Fett rumschleppen und Diät machen. Aber jetzt ist Schluss. Tschüss, Mami. Tschüss. Du, ich brauch die Kohle für die neue Reithose. Also ich höre wohl nicht recht. Ich habe doch erst Reitstiefel gekauft. Aber ihr habt's mir versprochen fürs Turnier. Wie hätten Sie es denn gern? Hirschleder mit Goldspangen oder Wildleder handbestickt? Wenn deine Tochter etwas wünscht, dann müssen wir springen. Das ist gut für deine Figur. Aber wir sparen das Geld für die Reithose sowieso an deinem Essen. Ein süßes Kind. Reizend. Papayas, Kiwis, jetzt sind wir denn da im Urwald? Oder wird doch darin bloß nur vegetarisch kocht? Alles für mich, Anna. Ja. Und wovon soll der Herr Behringer satt werden? Und Dani, das Mädchen muss doch nur wachsen. Mein Mann ist sowieso im Büro. Und für die Dami ist Obst sehr gesund. Machen Sie halt noch ein Butterbrot. So, und wie lange wollen Sie dort durchhalten? Solange, bis die überflüssigen Funde alle weg sind. Aha. Ja, also Sie, ich hab da mal eine Bekannte gehabt. Das war die Freundin von meiner Schwägerin Gerda. Ne? Sie? Die ist an so einer Diät gestorben. Ah ja, tatsächlich, an einer Diät ist sie gestorben. Richtig, magersüchtig ist die geworden. Ne? Und wie es dann bloß nur 35 Kilo gewogen hat, dann ist beim Gassigehen mit dem Hund einfach verstorben. Weg was? Ich habe mal eine Bekannte gehabt, die hat so viel gefressen, dass sie geplatzt ist und das war dann Fettzug. So, Erna, jetzt machen Sie schon oben sauber, ja? Ich hab doch oben schon sauber gemacht. Frau Behringer, ich wollte doch bloß sagen, wenn man da nicht aufpasst, dann kann so eine Diät direkt lebensgefährlich werden. Und was hat man dann schon noch vor seinem Leben? Nicht einmal einen schönen Tod. Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen, Ilse. Denkst du, ich schlaf gut? Und jede Nacht träume ich dasselbe. Du steigst in einen Zug und fährst ab und schaust überhaupt nicht mehr nach mir. Und ich? Ich stehe da und wink und wink. Träume. Träume sind Schäume. Jede Ehe hat mal eine Krise. Das könnte mehr werden als eine Krise. Ich habe Angst, Ilse. Ja, Angst. Angst um mich, Bärchen.
Warum gehst du nicht meinen Weg? Weil der Weg nicht der richtige ist. Weil das ein Irrtum ist. Du bist blind. Du willst nicht sehen. Ich weiß nur, dass ich dich mag und dass ich dich nicht verlieren möchte. Ilse, wir müssen nachdenken über uns und wie es weitergehen soll mit uns. Jetzt werd nicht sentimental. Ich möchte mit dir wegfahren, wenn es geht, noch heute. Aber das geht doch gar nicht. Du weißt, dass ich noch ein paar Besprechungen habe. Lass es jetzt nicht noch schlimmer werden. Wir müssen allein sein, nur wir zwei. Und das sind wir hier nicht. Carla, jetzt hör mir doch bitte wenigstens zu. Begreif doch endlich, es geht um deine Mutter, die in den Klauen dieser Sekte ist. Ich meine, dieser Erweckten. Meine Mutter ist alt genug, um selbst zu wissen, was sie tut. Mein Gott, bist du gleichgültig. Wir müssen ihr helfen, bevor es zu spät ist. Ich bin einfach gegen jede Form von Einmischung und dulde auch keine von dir. Ich werde mich niemals in die Ehe oder das Leben meiner Mutter mischen. Egoistisch bist du, wie immer. Du willst dich nicht einmischen? Du willst dich nicht kümmern? Das ist nämlich die Wahrheit. Aber wir müssen ihr helfen. Sie geht uns doch so vor die Hunde. Lass doch dieses ewige Übermuttergetue. Das ertrage ich nicht mehr. Das muss ja auch nicht die allerletzte Aushilfe in der Redaktion alles mithören. Ach, darum geht's. Dafür hast du Zeit, für solche Sorgen. Aber für wirkliche Probleme oder für die Wahrheit, das kannst du nicht vertragen. Hör lieber auf mit deiner Diät. Du bist unerträglich, wenn du hungrig bist. Sternschnuppe ist in Superform, Papi. Die hat eine Kondition, du glaubst es nicht. So gut ist sie noch nie gegangen. Wir gewinnen das Ring. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, nimm den Mund mal nicht zu voll. Hast du was von Opa gehört? Nee. Der ist doch mit Ilse auf Malta. Mein Gott, macht ihr es euch alle leicht. Wer? Sag mal, was hast du eigentlich? Kohldampf. Wollt ihr oder könnt ihr nicht begreifen, dass wir langsam auf eine Tragödie zusteuern? Ach was, der macht sich mit Ilse da unten ein paar schöne Tage und dann ist alles wieder in Butter. Ich kenne noch meinen Vater. Und ich kenne die Ilse und Carla. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Sag mal, wie redest du eigentlich über deine Großeltern? Komm, Mama, reg dich nicht auf. Iss lieber was und spuck nicht daran Galle. Du kennst doch die Königsteins. Da ist eine überdrehter als die andere. Heute so, morgen wieder normal. Was soll ich mich da aufregen? Naja, es ist deine Art, Probleme zu lösen. Du bist auf Diät. Es geht nicht um dich, Ludwig. Es geht um meine Selbstverwirklichung. Ich habe die Erfüllung gefunden. Menschen, die im Frieden leben. Ja, und wir? Leben wir vielleicht nicht im Frieden? Oh, Ludwig, du verstehst mich nicht. Aber vielleicht kannst du mich gar nicht verstehen. Ilse. Ich habe dich geheiratet, weil ich mit dir mein Leben teilen wollte. Ich doch auch, Ludwig. Aber das war mal. Diese Menschen haben mein Leben verändert. Ich habe endlich gefunden, was ich im tiefsten Innern immer gesucht habe. Du machst dir da was vor, Ilse. Das ist eine Sackgasse.
keine Sackgasse, Ludwig. Der einzig wahre Weg. Ludwig, komm du zu uns. Nein, Ilse. Ich kann nicht zu diesen Verführern. Das ist ein Irrweg. Das ist kein Irrweg, Ludwig. Das ist die einzige Chance. Vielleicht bin ich ein bisschen stur, das kann sein. Ich kann auch nicht jedem sagen, was ich denke und was ich fühle. Mach mir's doch nicht so schwer. Ich mag dich doch. Mehr als mein Leben. Alten Mann, wie ich einer bin, keinen feurigen Liebhaber mehr machen. Mach dich nicht schlechter, als du bist, Mädchen. Es gibt doch im Leben auch noch was anderes als ewiges Beten. Reisen, Ilse. Du wolltest doch immer reisen. Bis nach China fahre ich mit dir, wenn du es willst. Tja, und im Winter, da könnte man doch in einem warmen Land leben. Warum sollen wir uns denn unsere alten Knochen immer noch durchfrieren lassen? Und deine ganzen Freunde zählen dir jetzt überhaupt nichts mehr. Man muss doch nicht unbedingt in einen erweckten Schlaf fallen, wenn man sich selbst verwirklichen will. Und ich könnte dir doch vielleicht auch dabei helfen. Weißt du es denn nicht? Ich hab dich doch lieb. Sie verlassen dieses Etablissement auf der Stelle, Haftmännchen. Kehrt Marsch ins Bett, auf direktem Wege. Wenn Ihre Bazillen nähen könnten, wäre eine Ausnahme denkbar. So aber... Aber die Vorbereitung zu Bode, wirklich, ich wollte kommen. Ist doch eher so knapp geplant. Es singe, wem Gesang gegeben, aber nicht, wenn er heiser ist. Sagt es die alten Japaner und erfangen die wundervollen Tigerballsachen. Wie wollen Sie? Wir sehen uns wieder, wenn Sie rekommandant sind. Keine Wurst mehr an von früher. Adieu. Nicht einmal Ihren Spülwasserersatz, den Sie Kaffee zu nennen pflegt, hat sie heute bereit. Ach, Männchen ist wirklich malat. Was tun, sprach Zeus. Ich hab's. Die Hand, Verehrteste. Darf man eintreten, selbst wenn man ein Schneider ist? Herr Möckelburg, da muss ja die Welt untergegangen sein, dass Sie hier auftauchen. Ich habe um nichts so inbrünstig und andächtig als um Ihre Gesundheit gebetet. Tartüffkindchen, Molière. Sollten Sie sich unbedingt ansehen. Eine glänzende Inszenierung im Kammertheater. Bitte kommen Sie doch rein. Kindchen. Ich sehe, der Herr Lebensgefährte ist ein inhalierender Bazillenquell. Hallo, Wolfi. Hallo. Dennoch, Rettung für einen alten, müden, abgetragenen Mann, Heine, kommt allein von Ihrer Seite. Was ist denn passiert? Hat sich Hartmännchen alle Finger gebrochen? Gar nicht so schlecht, sogar recht gut getroffen für den Anfang. Und das schleichende Virus der neuesten Grippe hat auch Sie ereilt. Hartmännchen ist fast freiwillig gegangen. Wer außer Ihnen kann Moder Möckelburg-Monaco vor dem Scheitern retten? Sie werden mich doch nicht dem Verderben, dem hohen Gelächter der Branche preisgeben. Sie wollen also, dass ich Ihre Kollektion fertig mache? Nur ein Genie der Nadel kann Hilfe bringen. Ein Engel auf dem Dampfbügeleisen retten, was schon verloren schien. Darf ich Sie morgen unter dem bekannten Dache erwarten? Oder gar heute schon?
Sag mal, Möcki, was geht hier eigentlich vor? Ich darf also auf Sie zählen, oh Mutter Teresa der letzten tapferen Schneiderlein. Logo, ich komme so schnell, wie ich kann. Gute Besserung, Wolfi. Sag mal, ich höre wohl nicht recht. Jetzt reg dich doch nicht so auf, wegen so ein paar Tagen. Der muss nur mit dem kleinen Finger winken und schon springst du. Siehste, darfst dich eben nicht aufregen. Schön dampfen statt Dampf ablassen. Ich sag dir, das ist die Chance. Mörkelburgs neue Kollektion fertig machen. Das ist so spannend. Wochenende in St. Moritz. Hey, der Herr lässt was springen. Einladung der Pharma Bavarica. Bisschen Kongress nebenbei. Neurotische Irritationen bei kleinen Haustieren. Ist ja entzückend. Und? Ja, da fahren wir hin. Hm? Kannst du uns denn alle drei da unterbringen? Wieso denn drei? Na, du, ich und Moritz. Ja. Ich wollte ganz gerne einmal mit dir alleine sein. Allein mit 100 Tierärzten, wie romantisch. Nein, im Ernst, das können wir nicht machen. Moritz hat Ferien. Mensch, der Kerl ist 15, hat eine Freundin, kann besser kochen als sein Vater. Da wird das er ist doch nicht schwer. Danke. Da wird er doch mal 3 Tage allein in der Wohnung überleben. Sag mal, glaubst du, ich will wieder Stress mit deinem Sohn? Wieso bekommst du denn Stress, wenn wir wegfahren? Philipp, stell dich nicht blöder, als du bist. Der muss doch denken, dass ich dahinter stecke. Na, kaum kommt er nach Hause, hauen wir beide wieder ab. Stimmt. Okay, Moritz kommt mit. Aber wenn er schreit, gibst du ihm das Fläschchen. Ich finde, das kannst du ganz gut selber machen. Okay? Freust du dich auf die Ferien? Wie wär's, wenn wir heute Abend ins Kino gehen, hä? Moritz, was ist los? Hast du was dagegen, dass ich dich abhole? Ich dachte, wir hätten unsere Probleme beseitigt. Ist nicht wegen dir. Da muss es ja was wirklich Schlimmes sein. Ha, ha, ha. Sag schon, ist was mit der Schule? Nee. Ein Mädchen? Mhm. Die Moni. Die Moni? Mhm. Habt ihr Schluss gemacht? Mhm. Komm, lass uns ein Stück gehen, okay? Du, das kann jedem von uns passieren. Immer wieder. Und abgesehen davon, andere Mütter haben auch schöne Töchter.
Wie sitzt denn dieser Ärmel? Und die Knopflöcher sind auch noch nicht. Liebste Baroness, mit diesem Modell werden Sie sogar Victoria und Kiki ausstechen. Was sage ich? Ausblenden. Ach, Sie Schmeichler. Kiki, wie wär's denn, wenn wir hier doch noch ein bisschen was aufpolstern würden? Diese Robe gehört nicht ins Eisstadion. Der Eishockeyspielerin-Look ist längstens passé. Wir tragen wieder schulterfallend. Der Venus von Milo nacheifernd. So ist es gut. Och, jetzt habe ich gerade überall die Polster reinnehmen lassen. Wann reißen wir sie wieder raus? Der Name Mückelburg birgt für Qualität. Merken Sie sich das. Und bedenken Sie, junges Fräulein, man steht Schlange für einen Lehrplatz im Hause Mückelburg. Maggie? Ja? Kann ich vielleicht schon zum Happening im Max Neun kriegen? Ausgeschlossen, Baroness. Bei aller Bereitschaft, Wunder zu vollbringen, es bleibt beim 20. Ach, da muss ich ja das vom letzten Jahr anziehen. Tja. Guten Tag, alle miteinander. Es ist Ihnen gelungen, die Kette der Liebe zeitweilig zu sprengen? Oder mussten Sie Kaution stellen? Nein, nein, es hat alles geklappt. Aber Wolfi ist noch ziemlich vergrippt. Und wenn es ihm nicht bald besser geht, ja, dann muss ich Tizian mitbringen. Ich frage mich allerdings, ob Ihr Tizian im Nähnadelhaufen eines Haute-Couture-Ateliers nicht zu einem kleinen stacheligen Igel wird. Naja, lassen wir das. Schauen Sie mir lieber in die Augen. Deutet sich Krankheit an? Keine Sorge, alles bestens. Aber sagen Sie mal, Herr Möckelburg, irgendwie müsste hier auch mal wieder geputzt werden. Selbst die Raumpflegerin pflegt ihren intensiven Gliederschmerz im Bett. Nichts ist so, wie es sein sollte, aber auch gar nichts. Und das ja, liebste Baroness. Ich bin traurig. Ich auch, Baroness, ich auch. Aber was nicht geht, geht nicht. So. Guten Morgen, Herr Behringer. Ihr seid doch alle Betrüger. Euch sind doch die Menschen und ihr Glück vollkommen wurscht. Ich lasse nicht zu, dass meine Schwester im Herrn vom Pfad des Heils verdrängt wird. Vom Pfad des Heils? Wegelagerer seid ihr, Verführer. Schwester im Herrn, dass ich nicht lach. Bärchen, mach doch nicht alles wieder kaputt. Mirjam sorgt sich um mich. Verzeih ihm, Schwester. Wie kann ein nicht erweckter ahnen, was Liebe ist? Reingelegt habt ihr mich, alle zwei. Und ich, Depp, hab geglaubt, wir könnten es noch einmal schaffen. Glaub mir, Ludwig, ich selbst hab mir das so gewünscht. Schwester. Bleib stark. Zweifle nicht an deiner Kraft. Glaube, Ilse. Glaube. Ludwig, ich liebe deine Erdverbundenheit. Ich liebe sogar deine Sturheit. Ilse, bitte lass uns jetzt gehen. Der Herr wird die bestrafen, die ihn verraten. Willst du wegwerfen, was du dir gerade erst im Geiste erworben hast? Ludwig. Komm zu uns. Komm zu mir. Leb wohl, Ilse. Ah, ein superber Einfall. Ich wusste ja schon immer, dass Sie genial sind, Kindchen. Danke.
Kommen Sie. Ja. Werte Dame, darf ich's wagen, Ihnen Feudel und Besen anzutragen? Was, das soll ich zum Putzen hernehmen? Ja, wo ist denn da eine Schürze? Eine was? Eine Schürze? Ja, oder so ein Kittel zum Neinschlupfen, Herr Möcki. Ich möchte doch mein gutes Kleid nicht dreckig machen, Alex. Herr Möcki. Was sagst du? Ich kann ihn nicht verstehen. Ah, schrei doch nicht so. 9:15 Uhr. Okay, ciao. Papi! Ja? Opa abholen, 9:15 Uhr. Was, wie? Opa hat angerufen, 9:15 Uhr abholen. Opa abholen? Ja, am Flughafen. Der Opa und Ilse sind doch gerade erst weggefahren. Heute Abend? Nein, morgen früh. Was ist denn passiert, dass du allein kommst? Tja, daran wirst du dich gewöhnen müssen, dass ich allein bin. Ach, es hätte so schön sein können in Malta, aber wir haben ja immer nur geredet und geredet. Aber sie weiß doch, dass du sie magst, dass du an ihr hängst. Du, das weiß ich nicht. Und schau, Reisende kann man nicht halten. Soll ich noch mal mit dir reden oder die Maria? Wo ist sie denn jetzt? Ja, wo wird sie sein? Bei den Erweckten in Malta. Ein neues Opfer für die. Fährst du mich heim, Florian? Heim. Wie das jetzt einfach mal klingt. Komm gar nicht in Frage. Du kommst erst einmal zu uns heim. Ich will euch doch nicht zur Last fallen. Jetzt komm. Steig ein. Magst du was essen, sag? Ich danke schön, Maria. Aber ich... Du, ich hätte aber noch einen wunderbaren Schweinbraten. Jetzt macht er doch meinetwegen keine Umstände, bitte. Ja. Grüß Gott, Frau Berger. Jetzt glauben Sie bestimmt, ich wäre Fata Morgana. Ja, die Gerber. Ich glaube, ich bin. Gell, da schauen Sie, was ich aus meinem Typ gemacht habe. Der Herr Möckelburg hat mich aber auch eigenhändig beraten. Also dieser Herr Möckelburg ist wirklich ein Mensch, ein Mann mit Kultur. Erna rund erneuert. Ja, Herr Beringer, ja, wie meinst du denn das jetzt? Rundherum neu, wollte ich natürlich ja, sagen. Ja, das klingt schon besser. Unsere Erna. Als Reserve Monroe. Erna, was hast du denn da eingekauft? Krebse natürlich, Frau Beringer. Halt! Krebse? Ist für der Wohlstand ausgebrochen. Ach, man muss sich auch mal was Exquisites gönnen, sagte Herr Möckelburg. Ein echter Gourmet
der fragt nicht nach dem Preis. Zitat von Mörkelburg. Jawohl. Seid's mir nicht böse, bitteschön. Aber so ein komisches Zeug, und das soll ich essen. Also da ist mir dein Schweinsbraten schon lieber. Ich muss sowieso bei meinem Joghurt bleiben. Ach, das ist jetzt aber schade. Jetzt müssen der Herr Behring und die Dani und natürlich auch ich die ganzen schönen Krebse allein essen. Also beim Herrn Möckelburg. Wie macht er denn die Krebse? Ja, also, der Herr Möckelburg, schwimmend im Sud gegart, sagt der Herr Möckelburg. A la nage, ne? Ich darf halt bloß nicht hinschauen, wenn ich die armen Viecher da ins heiße Wasser schmeißen muss. Hallöchen, Kinder. Ich komme zufällig hier vorbei. So. Ich muss euch was Irres erzählen. Du weißt doch, ich war... Ludwig, was machst du denn hier? Ich denke, ihr seid auf Malta. Waren wir. Wo ist Mutter? Bist du ohne Mutter? Hast du Mutter? Wo ist sie? Bei den Erweckten. Wo bei den Erweckten? Seid ihr nicht zusammen? Nein. Um Gottes Willen, wie konntest du sie nur dort alleine? Hast du denn gar keinen Funken Verantwortung? Sag mal, ich höre wohl nicht recht. Du stürmst hier herein und beschimpfst meinen Vater, dabei ist er der Leidtragende von dem ganzen Theater. Carla, ich war doch bei dir in der Redaktion und hab's dir gesagt, aber du hast sie nichts hören wollen. Meine Mutter bei den Erweckten. Und ihr habt's gewusst. Kein Mensch hat was gewusst. Vater ist gerade erst wiedergekommen. Es hätte dich sowieso nicht interessiert. Da hättest du ja was tun müssen. Deine Cassandra-Rufe nutzen jetzt auch nichts mehr. Wir müssen irgendetwas unternehmen. Wir müssen sie befreien. Ruf doch bei Interpol an. Tu was. Flieg nach Malta. Deine Mutter braucht uns nicht mehr. Mich nicht und dich erst recht nicht. Pass auf, dass du nicht runter bist. Was machst du hier? Dopingtest? Brauchen wir keins. Wir schaffen es auch ohne. Ja, das wird euch heute aber schwerfallen. Wetten das? Tami, Sternschnuppe lahmt vorne. Wir haben es heute bei der Morgenarbeit gemerkt. Los, schnell, beeil dich! Komm! Tami, was ist passiert? Sternschnuppe lahm, schnell! Was? Gib mir mal die Taschenbuch. Hier? Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung! Seit wann? Warte, schnell, komm! Ja. Wir sehen uns auf der Tribüne! Alles gut. Ciao! Halt mal, wo ist es denn? Vorne rechts. Fuß ist total geschwollen. Komm her, Tommy. Tommy, du wirst Sternschnuppe nicht reiten können. Dann mach halt was! Spritz oder wander Ski oder mach sonst was! Bin ich vielleicht der Medizinmann? Du wirst dein Pferd in deinem L-Springen starten lassen, obwohl es verletzt ist? Gehst du in die Schule, wenn du krank bist und hohes Fieber hast? Ich will gewinnen! Mein Gott, ein Pferd verträgt doch mehr Unnissenstiche als ein Mensch! So, sag du mir noch mal, dass du Pferde liebst. Oder dass Sternschnuppe dein Partner ist und so ein Quatsch. Du bist eine Tierquälerin, wenn du dein Pferd zugrunde reiten willst. Bloß aus lauter Ehrgeiz. Es muss doch irgendein Medikament geben! Sonst wird auch jeder Scheiß weggespritzt! Nein, das funktioniert nicht, Tami. Ein Pferd ist keine Maschine. Der Fuß braucht Zeit zum Heilen. Und Ruhe. Das ist schwer für dich, ich weiß. Hallo, Katja. Hallo, Katja. Katja, wo ist denn der Philipp? Philipp ist bei dir. Hier eine Änderung im Programm. Gestrichen ist die Startnummer 7. Sternschnuppe
mit der Reiterin Tammy Behringer. Ist was passiert? Mit der Tammy? Nein, es ist nur was mit dem Pferd. Sag mal, anders Pferd kannst du wohl nicht reiten, oder? Hau bloß ab, du hast doch keine Ahnung. Na, man wird ja mal fragen dürfen. Da ist nämlich ein Reiter von einem anderen Pferd ausgefallen. Ich glaube, ich muss zur Tammy. Eine muss sie doch trösten. Na komm, dann geh mal. Was soll man denn hier, wenn die Tammy gar nicht reitet? Ja, eben. Da kaufen wir uns ein Weißbier jetzt. Ja, grüß dich, Felix. Da ist er ja. Und? Komm, setz dich. Oh, die Tammy kommt nicht mehr. Die ist überhaupt nicht mehr aus dem Stall rauszubewegen. Ist fix und fertig. Mein Gott, und die hat sich so auf das Springen gefreut. Und sie muss lernen, dass ein Pferd nicht ein Auto ist, was man in die nächstbeste Werkstatt zum Reparieren bringen kann. Das stimmt nicht. Die Tammy liebt die Pferde. Ja, aber im Moment verwechselt sie es mit der Rennmaschine. Hä? Wenn du dir das zutraust, junge Dame. Wie ist das überhaupt passiert? Keine Ahnung. Ich bin rein in die Box, auf einmal spielt er verrückt und drückt mich gegen die Wand. Na? Verlässt dich jetzt dein Mut? Ruhig sitzen bleiben. Nein, überhaupt nicht. Normalerweise ist er ein ganz lieber Kerl. Pass auf, du musst ihn nur kurz nehmen, ganz kurz. Und dann geht die Sprünge nicht so spät an. Ja, ist schon gut. Ruhig, ruhig. Der ist kräftig, der geht gut weg. Ruhig, komm. Und dann... Du schaffst es schon. Komm, sie. Komm, das hat doch keinen Sinn mehr. Geh mal zur Tammy. Ja, komm, die braucht uns jetzt wirklich. Wird geritten von Tammy Behringer. Ich wiederhole, Reiterwechsel bei der Startnummer 354. Tammy. Komm, setz dich. Was ist das denn? Tammy. Ja, Moment. Erster Platz, die Startnummer 286, Knurrhahn, geritten von Käthe Niemeyer, mit 0 Fehlern in der Zeit von 46,38 Sekunden. Zweiter Platz, die Startnummer 354, Luxor, geritten von Tammy Behringer, mit 4 Fehlern in der Zeit von 52,24 Sekunden. Meine Tochter. Meine Enkelin.
Meine Schwester! Meine, Das wird sich schon noch zeigen. Sag mal, hat jemand meinen Sohn gesehen? Super, was? Oh, dein zweiter Platz! Du hast deutlich erhoben! Ja, ja, jetzt bleiben wir mal auf dem Teppich. Jetzt zweiter Platz ist auch eins. Nein, das nächste Mal machst du den ersten Sternschnuppe, du alte Pfeife. Komm, Moritz, wir gehen. Ich bleib hier. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Komm. Aber du hast doch... Oder willst du hier mit mir alleine sein? Doch, aber du... Bleib sauber, Schwester. Ich dachte, du hast Angst vor Pferden. Pferden und vor frechen Menschen. Unerträglich, dieses Gefühl, dass Bazillen, Viren... Entschuldigung. Infekte ihre klebrigen Fühler nach mir ausstrecken. Alle sind krank. Sie, Perle im Staub, halten einzig die Stelle. Immer dasselbe. Einladungen über Einladungen. Und alle sind sauer, weil Möckelburg fernbleibt. Super. Happening im Max 9. Mein Gott, wie ultra alt. Suchen Sie sich was aus. Ja. Und vor allem, ja, bleiben Sie gesund. Ja, das ist jetzt bloß gemein. Naja, er hat ja klar und deutlich gesagt, suchen Sie sich was aus. Ah, so eine Sauerei. Na, der wird sich wundern. Hier ist Ihr Modell. Dieser Fetzen läuft als Dutzendware rum. Mein Modell, mein teures, exquisites MMM-Unikat. Aber liebste Baroness, mein Gewissen ist rein wie das eines Neugeborenen. Ich glaube ihm kein Wort. Da hab ich vielleicht geträumt, als das zu Max 9 hereingewalzt kam. Sie treiben ein doppeltes Spiel, mein Freund. Dieses Modell zu Max 9? Dieses Modell zu Max 9, jawohl. Mecklenburg kreiert ein Modell. Und bevor es die Kundin für teures Geld bekommt, läuft Kreti und Pleti damit herum. Aber mit mir nicht. Wir sind geschiedene Leute. Oh, wie, wie, wie. Frau Baroness. Da ist sie ja. Die hat mein Kleid angehabt. Aber Herr Möckelburg wäscht seine Hände in Unschuld. Ja. Sie? Sie hat es gewagt, sich an meiner Kreation zu vergreifen, meinen Ruf zu ruinieren? Sie? Lassen Sie mich los, ich weiß ja gar nicht, was Sie wollen. Sie leugnen? Da waren Sie etwa nicht im Max 9 bei den jungen Männern? Bei den Nacken? Ach ja, das ist so eine Sauerei. Also da geht doch anständig Frau überhaupt nicht hin. Also ich bestimmt nicht. Nackerte. Sie sind entlassen. Frisst bloß. Sie sehen mich nie wieder, Sisi. Sie mieses Schneiderlein! Ich kündige A. Fristlos. Da. Gehen wir zusammen. Schlüssel. Wie aufmerksam, Herr Behringer. Was machen Sie in unserem Haus? Das ist... Ja, wir verkaufen es. Ihre Koffer haben wir bereits gepackt und neben die Haustür gestellt. Nehmen Sie sie gleich mit. Was heißt denn da verkaufen? Was heißt da Koffer? Ich wohne hier.
Liebe Frau hat uns das Haus überschrieben. Als Anzahlung auf weiteres Lebensglück. Das ist ja unglaublich. Das sind also Ihre Methoden, um zu Geld zu kommen. Sie sind der Behringer Junior, nehme ich an. Das ist ganz einfach, Sie. Schwafeln von Erweckung und Erfüllung, predigen von Moral, um dann den Leuten auf die infamste Art und Weise das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dass andere Menschen dabei auf der Strecke bleiben, das interessiert Sie in Scheißdreck, was? Ich werde euch das Handwerk legen, darauf können Sie sich verlassen. Die besten Anwälte werde ich mir nehmen. Damit dieser Betrug und Menschenhandler endlich mal aufhört. Sie Irrgläubige. Nichts haben Sie gegen uns in der Hand. Ihnen fehlt der Glaube. Vater? Allerletzte Aushilfe in der Redaktion alles mithören. Ach, darum geht's. Dafür hast du Zeit, für solche Sorgen. Aber für wirkliche Probleme oder für die Wahrheit, das kannst du nicht vertragen. Hör lieber auf mit deiner Diät. Du bist unerträglich, wenn du hungrig bist. Sternschnuppe ist in Superform, Papi. Die hat eine Kondition, du glaubst es nicht. So gut ist sie noch nie gegangen. Wir gewinnen das Ring. Darauf kannst du dich verlassen. Ach, nimm den Mund mal nicht zu voll. Hast du was von Opa gehört? Nee. Der ist doch mit Ilse auf Malta. Hm. Mein Gott, macht ihr es euch alle leicht. Wer? Sag mal, was hast du eigentlich? Kohldampf. Wollt ihr oder könnt ihr nicht begreifen, dass wir langsam auf eine Tragödie zusteuern? Ach was, der macht sich mit Ilse da unten ein paar schöne Tage und dann ist alles wieder in Butter. Ich kenne noch meinen Vater. Und ich kenne die Ilse und Carla. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Sag mal, wie redest du eigentlich über deine Großeltern? Komm, Mama, reg dich nicht auf. Iss lieber was und spuck nicht daran Galle. Du kennst doch die Königsteins. Da ist eine überdrehter als die andere. Heute so, morgen wieder normal. Was soll ich mich da aufregen? Naja. Es ist deine Art, Probleme zu lösen. Du bist auf Diät.
nicht um dich, Ludwig. Es geht um meine Selbstverwirklichung. Ich habe die Erfüllung gefunden. Menschen, die im Frieden leben. Ja, und wir? Leben wir vielleicht nicht im Frieden? Oh, Ludwig, du verstehst mich nicht. Aber vielleicht kannst du mich gar nicht verstehen. Ilse, ich habe dich geheiratet, weil ich mit dir mein Leben teilen wollte. Ich doch auch, Ludwig. Aber das war mal. Diese Menschen haben mein Leben verändert. Ich habe endlich gefunden, was ich im tiefsten Innern immer gesucht habe. Du machst dir da was vor, Ilse. Das ist eine Sackgasse. Keine Sackgasse, Ludwig. Der einzig wahre Weg. Ludwig, komm du zu uns. Nein, Ilse. Ich kann nicht zu diesen Verführern. Das ist ein Irrweg. Das ist kein Irrweg, Ludwig. Das ist die einzige Chance. Vielleicht bin ich ein bisschen stur, das kann sein. Ich kann auch nicht jedem sagen, was ich denke und was ich fühle. Mach mir es doch nicht so schwer. Ich mag dich doch. Mehr als mein Leben. Alten Mann, wie ich einer bin, keinen feurigen Liebhaber mehr machen. Mach dich nicht schlechter, als du bist, Mädchen. Es gibt doch im Leben auch noch was anderes als ewiges Beten. Reisen, Ilse. Du wolltest doch immer reisen. Bis nach China fahre ich mit dir, wenn du es willst. Tja, und im Winter, da könnte man doch in einem warmen Land leben. Warum sollen wir uns denn unsere alten Knochen immer noch durchfrieren lassen? Und deine ganzen Freunde, zählen dir jetzt überhaupt nichts mehr? Man muss doch nicht unbedingt in einen erweckten Schlaf fallen, wenn man sich selbst verwirklichen will. Und ich könnte dir doch vielleicht auch dabei helfen. Weißt du es denn nicht? Ich hab dich doch lieb. Sie verlassen dieses Etablissement auf der Stelle, Haftmännchen. Kehrt Marsch ins Bett, auf direktem Wege. Wenn Ihre Bazillen nähen könnten, wäre eine Ausnahme denkbar. So aber... Aber die Vorbereitung zu Bode, wirklich, Monaco... Ist doch eher so knapp geplant. Es singe wem Gesang gegeben, aber nicht, wenn er heiser ist. Sagten schon die alten Japaner und erfanden die wundervollen Tigerballsachen. Wie wollen Sie? Wir sehen uns wieder, wenn Sie Rekommandant sind. Keine Wurst mehr an von früher. Adieu. Nicht einmal Ihren Spülwasserersatz, den Sie Kaffee zu nennen pflegt, hat sie heute bereit. Haftmännchen ist wirklich malat. Was tun, sprach Zeus. Ich hab's.
Ja, was ist denn passiert, dass du allein kommst? Tja, daran wirst du dich gewöhnen müssen, dass ich allein bin. Ach, es hätte so schön sein können in Malta, aber wir haben ja immer nur geredet und geredet. Aber sie weiß doch, dass du sie magst, dass du an ihr hängst. Du, das weiß ich nicht. Und schau, Reisende kann man nicht halten. Soll ich noch mal mit dir reden oder die Maria? Wo ist sie denn jetzt? Ja, wo wird sie sein bei den Erweckten in Malta? Ein neues Opfer für die. Fahrst du mich heim, Florian? Heim. Wie das jetzt einfach mal klingt. Kommt gar nicht in Frage. Du kommst erst einmal zu uns heim. Ich will euch doch nicht zur Last fallen. Jetzt komm. Steig ein. Magst du was essen, sag? Dankeschön, Maria, aber ich... Du, ich hätte aber noch einen wunderbaren Schweinbraten. Jetzt macht er doch meinetwegen keine Umstände, bitte. Ja. Gottes Willen. Grüß Gott, Frau Behringer. Jetzt glauben Sie bestimmt, ich wäre Fata Morgana. Ja, die Herren. Ich glaube, ich bin... Gell, da schauen Sie, was ich aus meinem Typ gemacht habe. Der Herr Möggelburg hat mich aber auch eigenhändig beraten. Also dieser Herr Möggelburg ist wirklich ein Mensch, ein Mann mit Kultur. Erna rund erneuert. Ja, Herr Behringer, ja, wie meinst denn das jetzt? Rundherum neu, wollte ich natürlich sagen. Ja, das klingt schon besser. Unsere Erna als Reserve Monroe. Erna, was hast du denn da eingekauft? Ja, Krebse natürlich, Frau Behringer. Halt! Krebse? Ist für der Wohlstand ausgebrochen. Ach, man muss sich auch mal was Exquisites gönnen, sagte Herr Möggelburg. Ein echter Gourmet, der fragt nicht nach dem Preis. Zitat von Möggelburg. Jawohl. Seid's mir nicht böse, bitteschön. Aber so ein komisches Zeug, und das soll ich essen. Also da... Das ist mir dein Schweinsbraten schon lieber. Wow. Ich muss sowieso bei meinem Joghurt bleiben. Ach, das ist jetzt aber schade. Jetzt müssen der Herr Behring und die Dami und natürlich auch ich die ganzen schönen Krebse allein essen. Also beim Herrn Möggelburg. Wie macht er denn die Krebse? Ja, also, der Herr Möggelburg, schwimmend im Sud gegart, sagt der Herr Möggelburg. A la nage, ne? Ich darf halt bloß nicht hinschauen, wenn ich die armen Viecher da ins heiße Wasser schmeißen muss. Hallöchen, Kinder. Ich komme zufällig hier vorbei. So. Ich muss euch was Irres erzählen. Du weißt doch, ich war... Ludwig, was machst du denn hier? Ich denke, ihr seid auf Malta. Waren wir. Wo ist Mutter? Bist du ohne Mutter? Hast du Mutter? Wo ist sie? Bei den Erweckten. Wo bei den Erweckten? Seid ihr nicht zusammen? Nein. Um Gottes Willen, wie konntest du sie nur dort alleine? Hast du denn gar keinen Funken Verantwortung? Sag mal, ich höre wohl nicht recht. Du stürmst herein und beschimpfst meinen Vater, dabei ist er der Leidtragende von dem ganzen Theater. Carla, ich war doch bei dir in der Redaktion und hab's dir gesagt, aber du hast sie nichts hören wollen. Meine Mutter bei den Erweckten. Und ihr habt's gewusst. Kein Mensch hat was gewusst. Vater ist gerade erst wiedergekommen. Es hätte dich sowieso nicht interessiert. Da hättest du ja was tun müssen. Deine Cassandra-Rufe nutzen jetzt auch nichts mehr. Wir müssen irgendetwas unternehmen. Wir müssen sie befreien. Ruf doch bei Interpol an. Tu was. Flieg nach Malta. Deine Mutter braucht uns nicht mehr. Mich nicht und
Dich erst recht nicht. Pass auf, dass du mich runterfällst. Was machst du hier? Dopingtest? Brauchen wir keins. Wir schaffen es auch ohne. Ja, das wird euch heute aber schwerfallen. Wetten das? Tami, Sternschnuppe lahmt vorne. Wir kaufen nichts. Du mach mal vorwärts, ja? Dein Bus wartet nicht. In der ersten Stunde haben wir Mathehausaufgabe. Da bin ich mit Verspätung genau früh genug. Lilian, schau mal, die Waage, die ist nicht in Ordnung. Du zeigst immer ein Kilo mehr. Schau, siehst du? Die muss repariert werden. Die ist kaputt. Kauf mal eine neue. Digital 1000-Gramm-Anzeige. Mach nur deine blöden Witze. Wenn ich ein so guter Futterverwerter wäre wie du, dann würde ich mir auch keine Sorgen machen. Geht das schon wieder los? Nein, erst ab Mittag. Wir setzen Mami auf Wasser und Brot. Ist sowieso billiger als eine neue Waage. Ja? Mach nur deine blöden Witze, ja? Da musst du nicht mehr die Reste aufessen für die ganze Familie. Zum Dank dann eure blöden Sprüche. Was ist denn eigentlich los? Habe ich mich jemals beschwert, dass du zu dick bist? Von dir kann es gar nicht genug geben. Du kochst immer so gut, mit Sahne und mit Butter. Das schmeckt dir doch. Ich muss dann das Fett rumschleppen und Diät machen. Aber jetzt ist Schluss. Tschüss, Mami. Tschüss. Du, ich brauch die Kohle für die neue Reithose. Also ich höre wohl nicht recht. Ich habe doch erst Reitstiefel gekauft. Aber ihr habt's mir versprochen fürs Turnier. Wie hätten Sie es denn gern? Hirschleder mit Goldspangen oder Wildleder handbestückt? Wenn deine Tochter etwas wünscht, dann müssen wir springen. Das ist gut für deine Figur. Aber wir sparen das Geld für die Reithose sowieso an deinem Essen. Ein süßes Kind. Reizend. Papayas, Kiwis, jetzt sind wir denn da im Urwald? Oder wird doch darin bloß nur vegetarisch gekocht? Alles für mich, Anna. Ja. Und wovon soll der Herr Behringer satt werden? Und Dani, das Mädchen muss doch nur wachsen. Mein Mann ist sowieso im Büro. Und für die Dani ist Obst sehr gesund. Machen Sie halt noch ein Butterbrot. So, und wie lange wollen Sie dort durchhalten? Solange, bis die überflüssigen Funde alle weg sind. Aha. Ja, also Sie, ich hab da mal eine Bekannte gehabt. Das war die Freundin von meiner Schwägerin Gerda. Sie, die ist an so einer Diät gestorben. Ah ja, tatsächlich, an einer Diät ist sie gestorben. Richtig, magersüchtig ist die geworden. Ne? Und wie es dann bloß nur 35 Kilo gewogen hat, dann ist beim Gassigehen mit dem Hund einfach verstorben. Weg was? Ich habe mal eine Bekannte gehabt, die hat so viel gefressen, dass sie geplatzt ist und das war dann Fettsucht. So, Erna, jetzt machen Sie mich schon oben sauber, ja? Ich hab doch oben schon sauber gemacht. Frau Behringer, ich wollte doch bloß sagen, wenn man da nicht aufpasst, dann kann so eine Diät direkt lebensgefährlich werden. Und was hat man dann schon noch vor seinem Leben? Nicht einmal einen schönen Tod. Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen, Ilse.
Denkst du, ich schlaf gut? Und jede Nacht träume ich dasselbe. Du steigst in einen Zug und fährst ab und schaust überhaupt nicht mehr nach mir. Und ich stehe da und wink und wink. Träume. Träume sind Schäume. Jede Ehe hat mal eine Krise. Das könnte mehr werden als eine Krise. Ich habe Angst, Ilse. Ja, Angst. Angst um mich, Bärchen. Warum gehst du nicht meinen Weg? Weil der Weg nicht der richtige ist. Weil das ein Irrtum ist. Du bist blind. Du willst nicht sehen. Ich weiß nur, dass ich dich mag und dass ich dich nicht verlieren möchte. Ilse, wir müssen nachdenken über uns und wie es weitergehen soll mit uns. Jetzt werd nicht sentimental. Ich möchte mit dir wegfahren, wenn es geht, noch heute. Ja, aber das geht doch gar nicht. Du weißt, dass ich noch ein paar Besprechungen habe. Lass es jetzt nicht noch schlimmer werden. Wir müssen allein sein, nur wir zwei. Und das sind wir hier nicht. Carla, jetzt hör mir doch bitte wenigstens zu. Begreif doch endlich, es geht um deine Mutter, die in den Klauen dieser Sekte ist. Ich meine, dieser Erweckten. Meine Mutter ist alt genug, um selbst zu wissen, was sie tut. Mein Gott, bist du gleichgültig. Wir müssen ihr helfen, bevor es zu spät ist. Ich bin einfach gegen jede Form von Einmischung und dulde auch keine von dir. Ich werde mich niemals in die Ehe oder das Leben meiner Mutter mischen. Egoistisch bist du, wie immer. Du willst dich nicht einmischen? Du willst dich nicht kümmern? Das ist nämlich die Wahrheit. Aber wir müssen ihr helfen. Sie geht uns doch so vor die Hunde. Lass doch dieses ewige Übermuttergetue. Das ertrage ich nicht mehr. Ja. Die Hand, Verehrteste. Darf man eintreten, selbst wenn man ein Schneider ist? Herr Möckelburg, da muss ja die Welt untergegangen sein, dass Sie hier auftauchen. Ich habe um nichts so inbrünstig und andächtig als um Ihre Gesundheit gebetet. Tartüffkindchen, Molière. Sollten Sie sich unbedingt ansehen. Eine glänzende Inszenierung im Kammertheater. Bitte kommen Sie doch rein. Kindchen. Ich sehe, der Herr Lebensgefährte ist ein inhalierender Bazillenquell. Hallo, Wolfi. Hallo. Dennoch, Rettung für einen alten, müden, abgetragenen Mann, Heine, kommt allein von Ihrer Seite. Was ist denn passiert? Hat sich Hartmännchen alle Finger gebrochen? Gar nicht so schlecht, sogar recht gut getroffen für den Anfang. Der schleichende Virus der neuesten Grippe hat auch Sie ereilt. Hartmännchen ist fast freiwillig gegangen. Wer außer Ihnen kann Moder Möckelburg-Monaco vor dem Scheitern retten? Sie werden mich doch nicht dem Verderben, dem hohen Gelächter der Branche preisgeben. Sie wollen also, dass ich Ihre Kollektion fertig mache? Nur ein Genie der Nadel kann Hilfe bringen. Ein Engel auf dem Dampfbügeleisen retten, was schon verloren schien. Darf ich Sie morgen unter dem bekannten Dache erwarten? Oder gar heute schon? Sag mal, Möcki, was geht hier eigentlich vor? Ich darf also auf Sie zählen, oh Mutter Teresa der letzten tapferen Schneiderlein. Logo, ich komme so schnell, wie ich kann. Gute Besserung, Wolfi. Sag mal, ich höre wohl nicht recht. Jetzt reg dich doch nicht so auf, wegen so ein paar Tagen. Der muss nur mit dem kleinen Finger winken und schon springst du. Siehste, darfst dich eben nicht aufregen. Schön dampfen statt Dampf ablassen. Ich sag dir, das ist die Chance, Möckelburgs neue Kollektion fertig machen. Das ist so spannend. Wochenende in St. Moritz. Hey, der Herr lässt was springen. Einladung der Pharma Bavarica. Bisschen Kongress nebenbei. Neurotische Irritationen bei kleinen Haustieren.
ist ja entzückend. Und? Ja, da fahren wir hin. Hm? Kannst du uns denn alle drei da unterbringen? Wieso denn drei? Na, du, ich und Moritz. Ja, ich wollte ganz gerne einmal mit dir alleine sein. Allein mit 100 Tierärzten, wie romantisch. Nein, im Ernst, das können wir nicht machen. Moritz hat Ferien. Mensch, der Kerl ist 15, hat eine Freundin, kann besser kochen als sein Vater. Da wird das er ist doch ja nicht schwer. Danke, da wird er doch mal drei Tage allein in der Wohnung überleben. Sag mal, glaubst du, ich will wieder Stress mit deinem Sohn? Wieso bekommst du denn Stress, wenn wir wegfahren? Philipp, stell dich nicht blöder, als du bist. Der muss doch denken, dass ich dahinter stecke. Na, kaum kommt er nach Hause, hauen wir beide wieder ab. Stimmt. Okay, Moritz kommt mit. Aber wenn er schreit, gibst du ihm das Fläschchen. Ich finde, das kannst du ganz gut selber machen. Okay? Freust du dich auf die Ferien? Wie wär's, wenn wir heute Abend ins Kino gehen, hä? Was ist los? Hast du was dagegen, dass ich dich abhole? Ich dachte, wir hätten unsere Probleme beseitigt. Ist nicht wegen dir. Da muss es ja was wirklich Schlimmes sein. Ha, ha, ha. Sag schon, ist was mit der Schule? Nee. Ein Mädchen? Mhm. Die Moni. Die Moni. Mhm. Habt ihr Schluss gemacht? Mhm. Komm, lass uns ein Stück gehen, okay? Du, das... Das kann jedem von uns passieren. Immer wieder. Abgesehen davon, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Wie sitzt denn dieser Ärmel? Und die Knopflöcher sind auch noch nicht. Liebste Baronesse! Mit diesem Modell werden Sie sogar Victoria und Kiki ausstechen. Was sage ich? Ausblenden. Ach, Sie Schmeichler. Kiki, mhm. Wie wäre es denn, wenn wir hier doch noch ein bisschen was aufpolstern würden? Diese Robe gehört nicht ins Eisstadion. Der Eishockeyspielerin-Look ist längstens passé. Wir tragen wieder Schulter fallend. Der Venus von Milo nacheifernd. So ist es gut. Jetzt habe ich gerade überall die Polster reinnehmen lassen. Wann reißen wir sie wieder raus? Der Name Mückelburg birgt für Qualität. Merken Sie sich das. Und bedenken Sie, junges Fräulein, man steht Schlange für einen Lehrplatz im Hause Mückelburg. Marquis? Ja? Kann ich vielleicht schon zum Happening im Max 9 kriegen? Ausgeschlossen, Baroness. Bei aller Bereitschaft, Wunder zu vollbringen, es bleibt beim 20. Ach,
Dann muss ich ja das vom letzten Jahr anziehen. Tja. Guten Tag, alle miteinander. Es ist Ihnen gelungen, die Kette der Liebe zeitweilig zu sprengen, oder mussten Sie Kaution stellen? Nein, nein, es hat alles geklappt. Aber Wolfi ist noch ziemlich vergrippt und wenn es ihm nicht bald besser geht, ja, dann muss ich Tizian mitbringen. Ich frage mich allerdings, ob Ihr Tizian im Nähnadelhaufen eines Haute Couture-Ateliers nicht zu einem kleinen stacheligen Igel wird. Naja, lassen wir das. Schauen Sie mir lieber in die Augen. Deutet sich Krankheit an? Keine Sorge, alles bestens. Aber sagen Sie mal, Herr Möckelburg, irgendwie müsste hier auch mal wieder geputzt werden. Selbst die Raumpflegerin pflegt ihren intensiven Gliederschmerz im Bett. Nichts ist so, wie es sein sollte, aber auch gar nichts. Und das ausgerechnet. Ja, liebste Baroness. Ich bin traurig. Ich auch, Baroness, ich auch. Aber was nicht geht, geht nicht. So. Guten Morgen, Herr Behringer. Ihr seid doch alle Betrüger. Euch sind doch die Menschen und ihr Glück vollkommen wurscht. Ich lasse nicht zu, dass meine Schwester im Herrn vom Pfad des Heils verdrängt wird. Vom Pfad des Heils? Wegelagerer seid ihr, Verführer. Schwester im Herrn, dass ich nicht lach. Bärchen, mach doch nicht alles wieder kaputt. Mirjam sorgt sich um mich. Verzeih ihm, Schwester. Wie kann ein nicht erweckter ahnen, was Liebe ist? Reingelegt habt ihr mich, alle zwei. Und ich, Depp, hab geglaubt, wir könnten es noch einmal schaffen. Glaub mir, Ludwig, ich selbst hab mir das so gewünscht. Schwester, bleib stark. Zweifle nicht an deiner Kraft. Glaube, Ilse. Glaube. Ludwig, ich liebe deine Erdverbundenheit. Ich liebe sogar deine Sturheit. Ilse, bitte lass uns jetzt gehen. Der Herr wird die bestrafen, die ihn verraten. Willst du wegwerfen, was du dir gerade erst im Geiste erworben hast? Ludwig. Komm zu uns. Komm zu mir. Leb wohl, Ilse. Vorstellen? Ah, ein superber Einfall. Ich wusste ja schon immer, dass Sie genial sind, Kindchen. Danke. Kommen Sie. Ja. Werte Dame, darf ich es wagen, Ihnen Feudel und Besen anzutragen? Was? Das soll ich zum Putzen hernehmen? Ja. Wo ist denn da eine Schürze? Eine was? Eine Schürze? Ja, oder so ein Kittel zum Neinschlupfen, Herr Möcki. Ich möchte doch mein gutes Kleid nicht dreckig machen, Alex. Herr Möcki. Was sagst du? Ich kann ihn nicht verstehen. Ah, schrei doch nicht so. 9:15 Uhr. Okay, ciao. Papi! Ja? Opa abholen, 9:15 Uhr. Was, wie? Opa hat angerufen, 9:15 Uhr abholen. Opa abholen? Ja, am Flughafen. Der Opa und Ilse sind doch gerade erst weggefahren. Heute Abend? Nein, morgen früh.
Wie konntest du sie nur dort alleine? Hast du denn gar keinen Funken Verantwortung? Sag mal, ich höre wohl nicht recht. Du stürmst hier herein und beschimpfst meinen Vater. Dabei ist er der Leidtragende von dem ganzen Theater. Carla, ich war doch bei dir in der Redaktion und hab's dir gesagt, aber du hast dir nichts hören wollen. Meine Mutter bei den Erweckten. Und ihr habt's gewusst. Kein Mensch hat was gewusst. Vater ist gerade erst wiedergekommen. Es hätte dich sowieso nicht interessiert. Da hättest du ja was tun müssen. Deine Cassandra-Rufe nutzen jetzt auch nichts mehr. Wir müssen irgendetwas unternehmen. Wir müssen sie befreien. Ruf doch bei Interpol an. Tu was. Flieg nach Malta. Deine Mutter braucht uns nicht mehr. Mich nicht und dich erst recht nicht. Pass auf, dass du mich runterfällst. Was machst du hier? Dopingtest? Brauchen wir keins. Wir schaffen es auch ohne. Ja, das wird euch heute aber schwerfallen. Wetten das? Tami, Sternschnuppe lahmt vorne. Wir haben es heute bei der Morgenarbeit gemerkt. Los, schnell, beeil dich! Komm! Tami, was ist passiert? Sternschnuppe lahmt, schnell! Was? Gib mir mal die Taschenbuch. Hier? Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung! Seit wann? Schnell, komm! Wir sehen uns auf der Tribüne! Alles gut. Ciao! Halt mal, wo ist es denn? Vorne rechts. Wo ist es total geschwollen? Komm her, Tommy. Tami, du wirst Sternschnuppe nicht reiten können. Dann mach halt was! Spritz oder wander Ski oder mach sonst was! Bin ich vielleicht der Medizinmann? Du wirst dein Pferd in deinem L-Springen starten lassen, obwohl es verletzt ist? Gehst du in die Schule, wenn du krank bist und hohes Fieber hast? Ich will gewinnen! Mein Gott, ein Pferd verträgt noch mehr Unessenstiche als ein Mensch! So, sag du mir noch mal, dass du Pferde liebst. Oder dass Sternschnuppe dein Partner ist und so ein Quatsch. Du bist eine Tierquälerin, wenn du dein Pferd zugrunde reiten willst. Bloß aus lauter Ehrgeiz. Es muss doch irgendein Medikament geben! Sonst wird auch jeder Scheiß weggespritzt! Nein, das funktioniert nicht, Tami. Ein Pferd ist keine Maschine. Der Fuß braucht Zeit zum Heilen. Und Ruhe. Das ist schwer für dich, ich weiß. Deine Mutter braucht uns nicht mehr. Mich nicht und dich erst recht nicht. Pass auf, dass du mich runterfällst. Was machst du hier? Dopingtest? Brauchen wir keins. Wir schaffen es auch ohne. Ja, das wird euch heute aber schwerfallen. Wetten das? Tami, Sternschnuppe lahmt vorne. Wir haben es heute bei der Morgenarbeit gemerkt. Los, schnell, beeil dich! Komm! Tami, was ist passiert? Sternschnuppe lahmt, schnell! Was? Gib mir mal die Taschenbuch. Hier? Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung! Seit wann? Schnell, komm! Wir sehen uns auf der Tribüne! Alles gut. Ciao! Wo ist es denn? Vorne rechts. Fuß ist total geschwollen. Komm her, Tommy. Tami, du wirst Sternschnuppe nicht reiten können. Dann mach halt was! Spritz oder wander Ski oder mach sonst was! Bin ich vielleicht der Medizinmann? Du wirst dein Pferd in deinem L-Springen starten lassen, obwohl es verletzt ist? Gehst du in die Schule, wenn du krank bist und hohes Fieber hast? Ich will gewinnen! Mein Gott, ein Pferd verträgt noch mehr Unessenstiche als ein Mensch! So, sag du mir noch mal, dass du Pferde liebst. Oder dass Sternschnuppe dein Partner ist und so ein Quatsch. Du bist eine Tierquälerin, wenn du dein Pferd zugrunde reiten willst. Bloß aus lauter Ehrgeiz. Es
Es muss auch irgendein Medikament geben! Sonst wird auch jeder Scheiß weggespritzt! Nein, das funktioniert nicht, Tami. Ein Pferd ist keine Maschine. Der Fuß braucht Zeit zum Heilen. Und Ruhe. Das ist schwer für dich. Ich weiß. Hallo, Katja. Hallo, Katja. Wo ist denn der Philipp? Philipp ist bei dir. Hier eine Änderung im Programm. Gestrichen ist die Startnummer 7, Sternschnuppe, mit der Reiterin Tami Behringer. Was ist passiert? Mit der Tami? Nein, es ist nur was mit dem Pferd. Sag mal, an das Pferd kannst du wohl nicht reiten, oder? Hau bloß ab, du hast doch keine Ahnung. Na, man wird ja mal fragen dürfen. Zimbette, nichts ist so, wie es sein sollte, aber auch gar nichts. Und das Ja, liebste Baroness. Ich bin traurig. Ich auch, Baroness, ich auch. Aber was nicht geht, geht nicht. So. Guten Morgen, Herr Behringer. Ihr seid doch alle Betrüger. Euch sind doch die Menschen und ihr Glück vollkommen wurscht. Ich lasse nicht zu, dass meine Schwester im Herrn vom Pfad des Heils verdrängt wird. Vom Pfad des Heils? Wegelagerer seid ihr, Verführer. Schwester im Herrn, dass ich nicht lach. Bärchen, mach doch nicht alles wieder kaputt. Mirjam sorgt sich um mich. Verzeih ihm, Schwester. Wie kann ein nicht erweckter ahnen, was Liebe ist? Reingelegt habt ihr mich, alle zwei. Und ich, Depp, hab geglaubt, wir könnten es noch einmal schaffen. Glaub mir, Ludwig, ich selbst hab mir das so gewünscht. Schwester. Bleib stark. Zweifle nicht an deiner Kraft. Glaube, Ilse. Glaube. Ludwig, ich liebe deine Erdverbundenheit. Ich liebe sogar deine Sturheit. Ilse, bitte lass uns jetzt gehen. Der Herr wird die bestrafen, die ihn verraten. Willst du wegwerfen, was du dir gerade erst im Geiste erworben hast? Ludwig. Komm zu uns. Komm zu mir. Leb wohl, Ilse. Fuß ist total geschwollen. Komm her, Tommy. Tami, du wirst Sternschnuppe nicht reiten können. Dann mach halt was! Spritz oder wander Ski oder mach sonst was! Bin ich vielleicht der Medizinmann? Du wirst dein Pferd in deinem L-Springen starten lassen, obwohl es verletzt ist? Gehst du in die Schule, wenn du krank bist und ein hohes Fieber hast? Ich will gewinnen! Mein Gott, ein Pferd verträgt noch mehr Unnässe-Stiche als ein Mensch! So, sag du mir noch mal, dass du Pferde liebst. Oder dass Sternschnuppe dein Partner ist und so ein Quatsch. Du bist eine Tierquälerin, wenn du dein Pferd zugrunde reiten willst. Bloß aus lauter Ehrgeiz. Es muss doch irgendein Medikament geben! Sonst wird auch jeder Scheiß weggespritzt! Nein, das funktioniert nicht, Tami. Ein Pferd ist keine Maschine. Der Fuß braucht Zeit zum Heilen. Und Ruhe.
schwer für dich. Ich weiß. Hallo, Katja. Hallo, Katja, wo ist denn der Philipp? Philipp ist bei dir. Hier eine Änderung im Programm. Gestrichen ist die Startnummer 7, Sternschnuppe, mit der Reiterin Tammy Behringer. Was ist passiert? Mit der Tammy? Nein, es ist nur was mit dem Pferd. Sag mal, an das Pferd kannst du wohl nicht reiten, oder? Hau bloß ab, du hast doch keine Ahnung. Na, man wird ja mal fragen dürfen. Da ist nämlich ein Reiter von einem anderen Pferd ausgefallen. Ich glaube, ich muss zu Tammy. Einer muss sie doch trösten. Na komm, dann gehen wir. Was haben wir denn hier, wenn die Tammy gar nicht reitet? Ja, eben. Da kaufen wir uns ein Weißbier jetzt. Ja, grüß dich, Philipp. Da ist er ja. Und? Komm, setz dich. Oh, die Tammy kommt nicht mehr. Die ist überhaupt nicht mehr aus dem Stall rauszubewegen. Ist fix und fertig. Mein Gott, und die hat sich so auf das Springen gefreut. Und sie muss lernen, dass ein Pferd nicht ein Auto ist, was man in die nächstbeste Werkstatt zum Reparieren bringen kann. Bestimmt nicht. Die Tammy liebt die Pferde. Ja, aber im Moment verwechselt sie es mit der Rennmaschine. Wenn du dir das zutraust, junge Dame. Wie ist denn das überhaupt passiert? Keine Ahnung. Ich bin rein in die Box, auf einmal spielt er verrückt und drückt mich gegen die Wand. Na? Verlässt dich jetzt dein Mut? Ruhig sitzen bleiben. Nein, überhaupt nicht. Normalerweise ist er ein ganz lieber Kerl. Pass auf, du musst. Was ist denn passiert, dass du allein kommst? Tja, daran wirst du dich gewöhnen müssen, dass ich allein bin. Ach, es hätte so schön sein können in Malta, aber wir haben ja immer nur geredet und geredet. Aber sie weiß doch, dass du sie magst, dass du an ihr hängst. Du, das weiß ich nicht. Und schau, Reisende. Reisende kann man nicht halten. Soll ich noch mal mit dir reden oder die Maria? Wo ist sie denn jetzt? Ja, wo wird sie sein? Bei den Erweckten in Malta. Ein neues Opfer für die. Fährst du mich heim, Florian? Heim. Wie das jetzt einfach mal klingt. Komm gar nicht in Frage. Du kommst erst einmal zu uns heim. Ich will euch doch nicht zur Last fallen. Jetzt komm. Steig ein. Magst du was essen, sag? Ich danke schön, Maria. Aber ich... Du, ich hätte aber noch einen wunderbaren Schweinbraten. Jetzt macht er doch meinetwegen keine Umstände, bitte. Ja. Grüß Gott, Frau Behringer. Jetzt glaubst du bestimmt, ich wäre Fata Morgana. Ja, die Herren. Ich glaube, ich bin. Gell, da schauen Sie, was ich aus meinem Typ gemacht habe. Der Herr Möggelburg hat mich aber auch eigenhändig beraten. Also dieser Herr Möggelburg ist wirklich ein Mensch, ein Mann mit Kultur. Erna rund erneuert. Ja, Herr Behringer, ja, wie meinst denn das jetzt? Rundherum neu, wollte ich natürlich ja, sagen. Ja, das klingt schon besser. Unsere Erna. Als Reserve Monroe.
Freundin von meiner Schwägerin Gerda, ne? Sie, die ist an so einer Diät gestorben. Ah ja, tatsächlich, an einer Diät ist sie gestorben. Richtig, magersüchtig ist die geworden. Ne? Und wie es dann bloß nur 35 Kilo gewogen hat, dann ist beim Gassigehen mit dem Hund einfach verstorben. Weg was? Ich habe mal eine Bekannte gehabt, die hat so viel gefressen, dass sie geplatzt ist und das war dann Fettsucht. So, Erle, jetzt machen Sie mich schon oben sauber, ja? Ich hab doch oben schon sauber gemacht. Ach, Frau Behringer, ich wollte doch bloß sagen, wenn man da nicht aufpasst, dann kann so eine Diät direkt lebensgefährlich werden. Und was hat man dann schon noch vor seinem Leben? Nicht einmal einen schönen Tod. Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen, Ilse. Denkst du, ich schlaf gut? Und jede Nacht träume ich dasselbe. Du steigst in einen Zug und fährst ab und schaust überhaupt nicht mehr nach mir. Und ich stehe da und wink und wink. Träume. Träume sind Schäume. Jede Ehe hat mal eine Krise. Das könnte mehr werden als eine Krise. Ich habe Angst, Ilse. Ja, Angst. Angst um mich, Bärchen. Warum gehst du nicht meinen Weg? Weil der Weg nicht der richtige ist. Weil das ein Irrtum ist. Du bist blind. Du willst nicht sehen. Ich weiß nur, dass ich dich mag. Und dass ich dich nicht verlieren möchte. Ilse, wir müssen nachdenken über uns und wie es weitergehen soll mit uns. Jetzt werd ich sentimental. Ich möchte mit dir wegfahren, wenn es geht, noch heute. Ja, aber das geht doch gar nicht. Du weißt, dass ich noch ein paar Besprechungen habe. Lass es jetzt nicht noch schlimmer werden. Wir müssen allein sein, nur wir zwei. Und das sind wir hier nicht. Jetzt hör mir doch bitte wenigstens zu. Begreif doch endlich, es geht um deine Mutter, die in den Klauen dieser Sekte ist. Ich meine, dieser Erweckten. Meine Mutter ist alt genug, um selbst zu wissen, was sie tut. Mein Gott, bist du gleichgültig. Wir müssen ihr helfen, bevor es zu spät ist. Ich bin einfach gegen jede Form von Einmischung und dulde auch keine von dir. Ich werde mich niemals in die Ehe oder das Leben meiner Mutter mischen. Egoistisch bist du, wie immer. Du willst dich nicht einmischen? Du willst dich nicht kümmern? Das ist nämlich die Wahrheit. Aber wir müssen ihr helfen. Sie geht uns doch so vor die Hunde. Lass doch dieses ewige Übermuttergetue. Das ertrage ich nicht mehr. Ja. Magst du was essen, sag? Dankeschön, Maria. Aber ich... Du, ich hätte aber noch einen wunderbaren Schweinebraten. Jetzt macht er doch meinetwegen keine Umstände, bitte. Ja, Gottes Willen. Grüß Gott, Frau Behringer. Jetzt glauben Sie bestimmt, ich wäre Fata Morgana. Ja, die gerne. Ich glaube, ich bin. Geht der Chance, was ich aus meinem Typ gemacht habe. Der Herr Möggelburg hat mich aber auch eigenhändig beraten. Also dieser Herr Möggelburg ist wirklich ein Mensch, ein Mann mit Kultur. Na, rund erneuert. Ja, Herr Behringer, ja, wie meinst denn das jetzt? Rundherum neu, wollte ich natürlich sagen. Ja, das klingt schon besser. Unsere Erna, als Reserve Monroe. Erna, was hast du denn da eingekauft? Krebse natürlich, Frau Behringer. Halt! Krebse? Der Wohlstand ausgebrochen. Ach, man muss sich auch mal was Exquisites gönnen, sagte Herr Möggelburg. Ein echter Gourmet, der fragt nicht nach dem Preis. Zitat von Möggelburg. Jawohl. Seid's mir nicht böse, bitteschön. Aber so ein komisches Zeug, und das soll ich essen. Also da ist mir dein Schweinsbraten schon lieber. Wow. Ich muss sowieso bei meinem Joghurt bleiben. Och. Das ist jetzt aber schade. Jetzt müssen der Herr Behring und die Dami und natürlich auch ich die ganzen schönen Krebse allein essen. Also beim Herrn Möggelburg. Wie macht er denn die Krebse? Ja, also, der Herr Möggelburg, schwimmend im Sud gegart, sagt der Herr Möggelburg. A la nage, ne? Ich darf halt bloß nicht hinschauen, wenn ich die armen Viecher da ins heiße Wasser schmeißen muss.
Hallöchen, Kinder. Ich komme zufällig hier vorbei. So. Ich muss euch was Irres erzählen. Du weißt doch, ich war... Ludwig, was machst du denn hier? Ich denke, ihr seid auf Malta. Waren wir. Wo ist Mutter? Bist du ohne Mutter? Hast du Mutter? Wo ist sie? Bei den Erweckten. Wo bei den Erweckten? Seid ihr nicht zusammen? Nein. Um Gottes Willen. Wie konntest du sie nur dort alleine? Hast du denn gar keinen Funken Verantwortung? Sag mal, ich höre wohl nicht recht. Und ein paar schöne Tage und dann ist alles wieder in Butter. Ich kenne noch meinen Vater. Und ich kenne die Ilse und Carla. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Sag mal, wie redest du eigentlich über deine Großeltern? Komm, Mama, reg dich nicht auf. Iss lieber was und spuck nicht daran Galle. Du kennst doch die Königsteins. Da ist eine überdrehter als die andere. Heute so, morgen wieder normal. Was soll ich mich da aufregen? Naja. Es ist deine Art, Probleme zu lösen. Du bist auf Diät. Es geht nicht um dich, Ludwig. Es geht um meine Selbstverwirklichung. Ich habe die Erfüllung gefunden. Menschen, die im Frieden leben. Ja, und wir? Leben wir vielleicht nicht im Frieden? Oh, Ludwig, du verstehst mich nicht. Aber vielleicht kannst du mich gar nicht verstehen. Ilse. Ich habe dich geheiratet, weil ich mit dir mein Leben teilen wollte. Ich doch auch, Ludwig. Aber das war mal. Diese Menschen haben mein Leben verändert. Ich habe endlich gefunden, was ich im tiefsten Innern immer gesucht habe. Du machst dir da was vor, Ilse. Das ist eine Sackgasse. Keine Sackgasse, Ludwig. Der einzig wahre Weg. Ludwig, komm du zu uns. Nein, Ilse, ich kann nicht zu diesen Verführern. Das ist ein Irrweg. Das ist kein Irrweg, Ludwig. Das ist die einzige Chance. Vielleicht bin ich ein bisschen stur, das kann sein. Ich kann auch nicht jedem... Direkt im Weg. Wenn Ihre Bazillen nähen könnten, wäre eine Ausnahme denkbar. So, aber... Aber die Vorbereitung zu Bode, wirklich, Monaco... Ist doch eher so knapp geplant. Es singe wem Gesang gegeben, aber nicht wenn er heiser ist. Sagt sie nun die alten Japaner und erfangen die wundervollen Tigerbalsam. Wie wollen Sie? Wir sehen uns wieder, wenn Sie rekommandessent sind. Keine Fußball an von früher. Adieu. Nicht einmal ihren Spülwasserersatz, den sie Kaffee zu nennen pflegt, hat sie heute bereit. Hartmännchen ist wirklich malat. Was tun, sprach Zeus. Ich hab's.
Was ist denn passiert, dass du allein kommst? Tja, daran wirst du dich gewöhnen müssen, dass ich allein bin. Ach, es hätte so schön sein können in Malta, aber wir haben ja immer nur geredet und geredet. Aber sie weiß doch, dass du sie magst, dass du an ihr hängst. Du, das weiß ich nicht. Und schau, Reisende kann man nicht halten. Soll ich noch mal mit dir reden oder die Maria? Wo ist sie denn jetzt? Ja, wo wird sie sein? Bei den Erweckten in Malta. Ein neues Opfer für die. Fahrst du mich heim, Florian? Heim. Wie das jetzt einfach mal klingt. Dass ich dich mag und dass ich dich nicht verlieren möchte. Ilse, wir müssen nachdenken über uns und wie es weitergehen soll mit uns. Jetzt werd nicht sentimental. Ich möchte mit dir wegfahren, wenn es geht, noch heute. Aber das geht doch gar nicht. Du weißt, dass ich noch ein paar Besprechungen habe. Lass es jetzt nicht noch schlimmer werden. Wir müssen allein sein, nur wir zwei. Und das sind wir hier nicht. Jetzt hör mir doch bitte wenigstens zu. Begreif doch endlich, es geht um deine Mutter, die in den Klauen dieser Sekte ist. Ich meine, dieser Erweckten. Meine Mutter ist alt genug, um selbst zu wissen, was sie tut. Mein Gott, bist du gleichgültig. Wir müssen ihr helfen, bevor es zu spät ist. Ich bin einfach gegen jede Form von Einmischung und dulde auch keine von dir. Ich werde mich niemals in die Ehe oder das Leben meiner Mutter mischen. Egoistisch bist du, wie immer. Du willst dich nicht einmischen? Du willst dich nicht kümmern? Das ist nämlich die Wahrheit. Aber wir müssen ihr helfen. Sie geht uns doch so vor die Hunde. Lass doch dieses ewige Übermuttergetue. Das ertrage ich nicht mehr. Ja. Die Hand, Verehrteste. Darf man eintreten, selbst wenn man ein Schneider ist? Herr Möckelburg, da muss ja die Welt untergegangen sein, dass Sie hier auftauchen. Ich habe um nichts so inbrünstig und andächtig als um Ihre Gesundheit gebetet. Tartüffkindchen, Molière. Sollten Sie sich unbedingt ansehen. Eine glänzende Inszenierung im Kammertheater. Bitte kommen Sie doch rein. Kindchen. Ich sehe, der Herr Lebensgefährte ist ein inhalierender Bazillenquell. Hallo, Wolfi. Hallo. Dennoch, Rettung für einen alten, müden, abgetragenen Mann, Heine, kommt allein von Ihrer Seite. Was ist denn passiert? Hat sich Hartmännchen alle Finger gebrochen? Gar nicht so schlecht, sogar recht gut getroffen für den Anfang. Und der schleichende Virus der neuesten Grippe hat auch Sie ereilt. Hartmännchen ist fast freiwillig gegangen. Wer außer Ihnen kann Moder Möckelburg-Monaco vor dem Scheitern retten? Sie werden mich doch nicht dem Verderben, dem hohen Gelächter der Branche preisgeben. Sie wollen also, dass ich Ihre Kollektion fertig mache? Nur ein Genie der Nadel kann Hilfe bringen. Ein Engel auf dem Dampfbügel. Ein neues Opfer für die. Fahrst du mich heim, Florian? Heim. Wie das jetzt einfach mal klingt. Kommt gar nicht in Frage. Du kommst erst einmal zu uns heim. Ich will euch doch nicht zur Last fallen. Jetzt komm. Steig ein. Magst du was essen, sag? Dankeschön, Maria, aber ich... Du, ich hätte aber noch einen wunderbaren Schweinbraten. Jetzt macht er doch meinetwegen keine Umstände, bitte. Ja. Gottes Willen. Grüß Gott, Frau Behringer. Jetzt glauben Sie bestimmt, ich wäre Vater Morgana. Ja, die Herren.
glaube, ich spinne. Gell, das schauen Sie, was ich aus meinem Typ gemacht habe. Der Herr Mögelburg hat mich aber auch eigenhändig beraten. Also dieser Herr Mögelburg ist wirklich ein Mensch, ein Mann mit Kultur. Rund erneuert. Ja, Herr Behringer, ja, wie meinst denn das jetzt? Rundherum neu, wollte ich natürlich sagen. Ja, das klingt schon besser. Unsere Erna als Reserve Monroe. Erna, was haben Sie denn da eingekauft? Krebse natürlich, Frau Behringer. Halt! Krebse? Ist für der Wohlstand ausgebrochen. Ach, man muss sich auch mal was Exquisites gönnen, sagte Herr Mögelburg. Ein echter Gourmet, der fragt nicht nach dem Preis. Zitat von Mögelburg. Jawohl. Seid's mal nicht böse, bitteschön. Aber so ein komisches Zeug, und das soll ich essen. Also da ist mir dein Schweinsbraten schon lieber. Wow. Ich muss sowieso bei meinem Joghurt bleiben. Och, das ist jetzt aber schade. Jetzt müssen der Herr Behring und die Dami und natürlich auch ich die ganzen schönen Krebse allein essen. Also beim Herrn Mögelburg. Wie macht er denn die Krebse? Ja, also, der Herr Mögelburg, schwimmend im Sud gegart, sagte Herr Mögelburg. A la nage, ne? Ich darf halt bloß nicht hinschauen, wenn ich die armen Viecher da ins heiße Wasser schmeißen muss. Hallöchen, Kinder, ich komme zufällig hier vorbei. So. Ich muss euch was Irres erzählen. Du weißt doch, ich war... Ludwig, was machst du denn hier? Ich denke, ihr seid auf Malta. Waren wir. Nicht um dich, Ludwig. Es geht um meine Selbstverwirklichung. Ich habe die Erfüllung gefunden. Menschen, die im Frieden leben. Ja, und wir? Leben wir vielleicht nicht im Frieden? Oh, Ludwig, du verstehst mich nicht. Aber vielleicht kannst du mich gar nicht verstehen. Ilse. Ich hab dich geheiratet, weil ich mit dir mein Leben teilen wollte. Ich doch auch, Ludwig. Aber das war mal. Diese Menschen haben mein Leben verändert. Ich habe endlich gefunden, was ich im tiefsten Innern immer gesucht habe. Du machst dir da was vor, Ilse. Das ist eine Sackgasse. Keine Sackgasse, Ludwig. Der einzig wahre Weg. Ludwig, komm du zu uns. Nein, Ilse, ich kann nicht zu diesen Verführern. Das ist ein Irrweg. Das ist kein Irrweg, Ludwig. Das ist die einzige Chance. Vielleicht bin ich ein bisschen stur, das kann sein. Ich kann auch nicht jedem sagen, was ich denke und was ich fühle. Mach mir's doch nicht so schwer. Ich mag dich doch mehr als mein Leben. Alten Mann, wie ich einer bin, keinen feurigen Liebhaber mehr machen. Mach dich nicht schlechter, als du bist, Märchen.
Es gibt doch im Leben auch noch was anderes als ewiges Beten. Immer wieder. Abgesehen davon, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Wie sitzt denn dieser Ärmel? Und die Knopflöcher sind auch noch nicht. Liebste Baronesse, mit diesem Modell werden Sie sogar Victoria und Kiki ausstechen. Was sage ich? Ausblenden. Ach, Sie Schmeichler. Kiki, wie wär's denn, wenn wir hier doch noch ein bisschen was aufpolstern würden? Diese Robe gehört nicht ins Eisstadion. Der Eishockeyspielerin-Look ist längstens passé. Wir tragen wieder Schulterfallen. Der Venus von Milo nacheifernd. So ist es gut. Och, jetzt habe ich gerade überall die Polster reinnehmen lassen. Wann reißen wir sie wieder raus? Der Name Mückelburg birgt für Qualität. Merken Sie sich das. Und bedenken Sie, junges Fräulein, man steht Schlange für einen Lehrplatz im Hause Mückelburg. Maggie? Ja? Kann ich vielleicht schon zum Happening im Max Neun kriegen? Ausgeschlossen, Baronesse. Bei aller Bereitschaft, Wunder zu vollbringen, es bleibt beim 20. Och, da muss ich ja das vom letzten Jahr anziehen. Tja. Guten Tag, alle miteinander. Es ist Ihnen gelungen, die Kette der Liebe zeitweilig zu sprengen? Oder mussten Sie Kaution stellen? Nein, nein, es hat alles geklappt. Aber Wolfi ist noch ziemlich vergrippt. Und wenn es ihm nicht bald besser geht, ja, dann muss ich Tizian mitbringen. Ich frage mich allerdings, ob Ihr Tizian im Nähnadelhaufen eines Haute-Couture-Ateliers nicht zu einem kleinen stacheligen Igel wird. Naja, lassen wir das. Schauen Sie mir lieber in die Augen. Deutet sich Krankheit an? Keine Sorge, alles bestens. Aber sagen Sie mal, Herr Möckelburg, irgendwie müsste hier auch mal wieder geputzt werden. Selbst die Raumpflegerin pflegt ihren intensiven Gliederschmerz im Bett. Nichts ist so, wie es sein sollte, aber auch gar nichts. Und das ja, liebste Baroness. Ich bin traurig. Ich auch, Baroness, ich auch. Aber was nicht geht, geht nicht. So. Spülwasserersatz, den sie Kaffee zu nennen pflegt, hat sie heute bereit. Ach, Männchen ist wirklich malat. Was tun, sprach Zeus. Ich hab's. Was ist denn passiert, dass du allein kommst? Tja, daran wirst du dich gewöhnen müssen, dass ich allein bin.
Ach, es hätte so schön sein können in Malta, aber wir haben ja immer nur geredet und geredet. Aber sie weiß doch, dass du sie magst, dass du an ihr hängst. Du, das weiß ich nicht. Und schau, Reisende kann man nicht halten. Soll ich noch mal mit dir reden oder die Maria? Wo ist sie denn jetzt? Ja, wo wird sie sein? Bei den Erweckten in Malta. Ein neues Opfer für die. Fahrst du mich heim, Florian? Heim. Wie das jetzt einfach mal klingt. Komm gar nicht in Frage. Du kommst erst einmal zu uns heim. Ich will euch doch nicht zur Last fallen. Jetzt komm. Steig ein. Du mach mal vorwärts, ja? Dein Bus wartet nicht. In der ersten Stunde haben wir Mathehausaufgabe. Da bin ich mit Verspätung genau früh genug. Lilian, schau mal, die Waage, die ist nicht in Ordnung. Du zeigst immer ein Kilo mehr. Schau, siehst du? Die muss repariert werden. Die ist kaputt. Kauf mir eine neue. Die digital 1000-Gramm-Anzeige. Mach nur deine blöden Witz. Wenn ich ein so guter Futterverwerter wäre wie du, dann würde ich mir auch keine Sorgen machen. Geht das schon wieder los? Nein, erst ab Mittag. Wir setzen Mami auf Wasser und Brot. Ist sowieso billiger als eine neue Waage. Ja? Mach nur deine blöden Witze, ja? Da musst du nicht mehr die Reste aufessen für die ganze Familie. Zum Dank dann eure blöden Sprüche. Was ist denn eigentlich los? Habe ich mich jemals beschwert, dass du zu dick bist? Von dir kann es gar nicht genug geben. Du kochst immer so gut. Mit Sahne und mit Butter. Das schmeckt dir doch. Und ich muss dann das Fett rumschleppen und Diät machen. Aber jetzt ist Schluss. Tschüss, Mami. Tschüss. Du, ich brauch die Kohle für die neue Reithose. Also ich höre wohl nicht recht. Ich habe doch erst Reitstiefel gekauft. Aber ihr habt's mir versprochen fürs Turnier. Wie hätten Sie es denn gern? Hirschleder mit Goldspangen oder Wildleder handbestückt? Wenn deine Tochter etwas wünscht, dann müssen wir springen. Das ist gut für deine Figur. Aber wir sparen das Geld für die Reithose sowieso an deinem Essen. Ein süßes Kind. Reizend. Papayas, Kiwis. Kommen Sie. Ja. Werte Dame, darf ich's wagen, Ihnen Feudel und Besen anzutragen? Was, das soll ich zum Putzen hernehmen? Ja, wo ist denn da eine Schürze? Eine was? Eine Schürze? Ja, oder so ein Kittel zum Neischlupfen, Herr Möcki. Ich möchte doch mein gutes Kleid nicht dreckig machen, Alex. Herr Möcki? Was sagst du? Ich kann dich nicht verstehen. Ah, schrei doch nicht so. 9:15 Uhr. Okay, ciao. Papi! Ja? Opa abholen, 9:15 Uhr. Was, wie? Opa hat angerufen, 9:15 Uhr abholen. Opa abholen? Ja, am Flughafen. Der Opa und Ilse sind doch gerade erst weggefahren. Heute Abend?
Nein, morgen früh. Was ist denn passiert, dass du allein kommst? Tja, daran wirst du dich gewöhnen müssen, dass ich allein bin. Ach, es hätte so schön sein können in Malta, aber wir haben ja immer nur geredet und geredet. Aber sie weiß doch, dass du sie magst, dass du an ihr hängst. Was, wenn wir heute Abend ins Kino gehen, hä? Moritz, was ist los? Hast du was dagegen, dass ich dich abhole? Ich dachte, wir hätten unsere Probleme beseitigt. Ist nicht wegen dir. Da muss es ja was wirklich Schlimmes sein. Ha, ha, ha. Sag schon, ist was mit der Schule? Nee. Ein Mädchen? Mhm. Die Moni. Die Moni? Mhm. Habt ihr Schluss gemacht? Mhm. Komm, lass uns ein Stück gehen, okay? Du, das kann jedem von uns passieren. Immer wieder. Und abgesehen davon, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Wie sitzt denn dieser Ärmel? Und die Knopflöcher sind auch noch nicht. Liebste Baroness! Mit diesem Modell werden Sie sogar Victoria und Kiki ausstechen. Was sage ich? Ausblenden. Ach, Sie Schmeichler. Kiki, okay. Wie wär's denn, wenn wir hier doch noch ein bisschen was aufpolstern würden? Diese Robe gehört nicht ins Eisstadion. Der Eishockeyspielerin-Look ist längstens passé. Wir tragen wieder Schulterfallen. Der Venus von Milo nacheifernd. So ist es gut. Jetzt habe ich gerade überall die Polster reinnehmen lassen. Wann reißen wir sie wieder raus? Der Name Mückelburg birgt für Qualität. Merken Sie sich das. Und bedenken Sie, junges Fräulein, man steht Schlange für einen Lehrplatz im Hause Mückelburg. Maggie? Ja?
Kann ich vielleicht schon zum Happening im Max Neun kriegen? Ausgeschlossen, Baroness. Bei aller Bereitschaft, Wunder zu vollbringen, es bleibt... Ja, Moment. Erster Platz, die Startnummer 286, Knurrhahn, geritten von Käthe Niemeyer, mit null Fehlern in der Zeit von 46,38 Sekunden. Zweiter Platz, die Startnummer 354, Luxor, geritten von Tammy Behringer, mit vier Fehlern in der Zeit von 52,24 Sekunden. Meine Tochter. Meine Enkelin. Meine Schwester. Meine, Das wird sich schon noch zeigen. Sag mal, hat jemand meinen Sohn gesehen? Super, was? Oh, dein zweites Platz. Du hast deutlich erhoben. Ja, ja, jetzt bleiben wir mal auf dem Teppich. Jetzt zweiter Platz zusammen. Nein, das nächste Mal machst du den ersten Sternschnuppe, du alte Pfeife. Komm, Moritz, wir gehen. Ich bleib hier. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Komm. Aber du hast doch... Oder willst du hier mit mir alleine sein? Hm? Doch, aber du... Bleib sauber, Schwester. Ich dachte, du hast Angst vor Pferden. Pferden und vor frechen Menschen. Unerträglich.